Schau, eine Terroristin. Geh nach Hause. Ich glaube, euch allen kommen diese Sätze bekannt vor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibril und ich reagiere heute zu einem Video, welches heißt Nora Illi, Tag gegen Islamophobie und Rassismus. Nora Illi, die Frau von Kasim Illi, ist vor kurzem nach jahrelanger Krankheit an Brustkrebs gestorben. Heute um 13.00 Uhr wurde über Livestream das Totengebet durchgeführt. Ihr größter Wunsch war, dass wir alle zusammen Dua für sie machen und sie in unsere Gebete einschließen. Und um allen Muslimen und Nicht-Muslimen zu zeigen, was für eine Frau sie war, reagiere ich heute zu diesem Video. Meine lieben Geschwister, wir starten los. 1, 2, 3, let's go. Islamophobie, was willst du hier? Das hier ist ein christliches Land. Zieh das Tuch von deinem Kopf oder muss ich dir dabei helfen? Was erlauben die sich hier eigentlich? So etwas wie sie wollen wir hier nicht. Schau, eine Terroristin. Geh nach Hause. Ich glaube, euch allen kommen diese Sätze bekannt vor. Diese Sprüche gehören zu meinem Alltag und ich glaube wohl auch zum Alltag von vielen von euch. Sei es beim Einkaufen, an der Kasse oder bei der Arbeit oder während dem Spaziergang durch die Berner Innenstadt oder während wir auf dem Spielplatz mit unseren Kindern spielen. Überall müssen wir es uns anhören. Aber es sind ja nicht nur ständig die abschätzenden Blicke und die Kommentare. Nein, Islamophobie ist in allen Bereichen präsent. Sei es beim Kopftuchverbot am Arbeitsplatz oder Kleidervorschriften, die den Männern vorschreiben, den Bart zu kürzen. Oder das Verbot, in der Arbeitspause zu beten, mit dem Hijab am Schulunterricht teilzunehmen und allen voran natürlich das Minarettverbot. Immer wieder wird betont, wie wichtig es sei, für junge Menschen einen Beruf zu erlernen und wie es wichtig es sei, besonders für Frauen und besonders natürlich für die unterdrückten Muslimas, sich auch in die Arbeitswelt zu integrieren. Es sei wichtig, dass man einen Beruf erlernt, der einem Spaß macht und für den man sich wirklich interessiert. Ja, aber was ist jetzt nun mit uns? Wir tragen den Hijab und die Berufswahl ist für uns bereits ziemlich eingeschränkt. Wollen wir Lehrerin werden? Wo werden wir je unterrichten können? Wo können wir nur schon ein Praktikum absolvieren? Oder was ist, wenn wir in den medizinischen Bereich möchten und Praxisassistentin werden möchten? Welcher Arzt wird uns eine Praktikumsstelle zur Verfügung stellen? Sogar als Verkäuferin wird es uns schwerfallen, eine Stelle zu finden, an welcher wir das Kopftuch, den Hijab, tragen dürfen. Häufig müssen wir uns sogar in der Schule bereits dafür rechtfertigen, dass wir unsere Religion leben wollen und unsere Haare unter einem Stück Stoff verbergen. Doch merkt euch, das Kopftuch ist kein Symbol. Der Hijab ist fest im islamischen Kultus verankert und somit eine Kultushandlung. Der Artikel 15 der Schweizerischen Verfassung versichert uns, dass die Glaubensfreiheit gewährleistet ist und dies beinhaltet auch die Ausübung von Kultushandlungen. Es ist unser Recht, den Hijab zu tragen. Es ist unser Recht zu beten. Doch leider ist Islamophobie bereits so weit verbreitet, dass die Angst, einen Kunden zu verlieren
oder einen kritischen Kommentar zu erhalten. Stärker als das Einhalten der Bundesverfassung ist. Dies zeigt, dass Islamophobie nicht ein vereinzeltes Problem ist, sondern als gesellschaftsfähig angesehen wird. Dagegen müssen wir etwas machen. Um die Chance zu haben, als Muslima von der Schweizer Gesellschaft akzeptiert zu werden, muss sie sich komplett ihren Vorstellungen und Vorgaben unterwerfen. Dies beginnt bereits im Kindesalter, als Beispiel der Schwimmunterricht in der Schule. Dieser ist nun in vielen Schweizer Kantonen obligatorisch, dass Mädchen und Jungen in der Schule am Schwimmunterricht teilnehmen. Dies ist ja absolut nachvollziehbar. Sogar der Prophet Mohammed sallallahu alaihi salam sagte uns, wir sollen unseren Kindern das Schwimmen beibringen. Doch da lernen wir Muslimas das Schwimmen und haben Spaß daran und wollen auch in unserer Freizeit im Wasser planschen oder mit unseren Kindern mal ein Hallenbad besuchen. Doch was heißt es am Eingang? So nicht. Denn schließlich tragen wir das islamische Badekleid, das Burkini und nicht den Bikini. Doch wollen wir uns wirklich in dieses Schema von Frau einfügen? Oder wollen wir stolz darauf sein, Muslimas zu sein und unsere Religion zu leben? Welche Frau kommt heute noch so viel Respekt zutage wie der muslimischen Frau? Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi salam sagte, die Frau ist wie eine Perle. Über welche andere Frau wird das sonst heute noch gesagt? So wie es nicht die Christin oder die Jüdin gibt, gibt es auch nicht die Muslima. Wir sind Frauen mit individuellen Herkunftsfamilien, mit individuellen Gedanken, Ideen und Vorstellungen. Doch unser gemeinsamer Renner ist die Religion, der Islam. Und darauf sind wir stolz. Aber alleine aus diesem Grund, weil wir den Islam lieben und leben wollen, lassen wir uns nicht diskriminieren. Wir lassen uns nicht einschüchtern von Sätzen wie »So etwas wollen wir in der Schweiz nicht haben«. Wollen oder nicht, wir Muslime sind hier in der Schweiz, in der Schweizer Gesellschaft eine Tatsache. Wir sind ein Teil der Schweizer Gesellschaft. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist unser Recht, uns in den Straßen frei zu bewegen, am öffentlichen Leben teilnehmen zu können, ohne beschimpft zu werden oder gar Angst haben, angegriffen zu werden. Es ist unser Recht, zu arbeiten, ohne ständig über eine Kündigung nachdenken zu müssen. Die in der Schweizer Verfassung verankerte Religionsfreiheit soll umgesetzt werden und nicht bloß eine Floskel sein. Darum sage ich deutlich Nein zur Islamophobie und Rassismus. Damit wir aber den Kampf gegen Islamophobie weiterführen können und all den Schwestern und auch Brüdern helfen können, die Schwierigkeiten haben bei der Arbeit oder in der Schule. Dies ist verbunden mit Kosten. Darum bitte ich Sie jetzt wirklich nochmal eindringlichst, senden Sie eine SMS mit Islam und einem von Ihnen gewünschten Betrag auf die Nummer 339. Meine lieben Geschwister, die Frau ist wie eine Perle. Ein Vorhang ist dazu da, die Schönheit zu bedecken. Wir müssen das lernen, aufhören, über andere Menschen zu urteilen, die wir nicht kennen. Wir müssen lernen, jeden Menschen zu akzeptieren und jedem Menschen das Beste zu wünschen. Möge Allah sie ins Paradies führen. Und möge Allah sie für ihre guten Taten belohnen. Möge Allah ihr vergeben. Und möge Allah ihrer Familie in diesen schweren Zeiten viel, viel Kraft geben. Meine lieben Geschwister, ich beende hiermit dieses Video. Macht viel Dua für sie und schließt sie in eure Gebete ein.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.